Hey, heute habe ich die Dezember-Favoriten 2013 für euch. Darf ja nicht fehlen, ne? Und ich habe festgestellt, es sind doch einige zusammengekommen und ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob ich, also genauso unsicher wie mit den Aufgebraucht-Videos, ob ich das jetzt wirklich nur 2 Monate machen soll, weil ich habe jetzt so langsam wieder Spaß dran und es kommt dann, wie gesagt, auch einiges zusammen und eigentlich wäre das, glaube ich, 2-monatig dann zu langes Video. Ich mache jetzt schon immer so 15 Minuten mindestens, was ja vielen auch schon zu viel ist. Ja, mal gucken. Was hättet ihr denn lieber? Monatliche oder 2-monatige Favoriten? Oder Aufgebraucht-Videos? Dürft ihr mir gerne mal reinschreiben in die Info. In die Kommentare bitte eure Meinung, was ihr lieber guckt oder so. Ich fange an mit den Sachen, die ich nicht gefunden habe, beziehungsweise nicht zeigen kann. Das wären zum einen Musik, weil ich habe meine ganzen Alben in einer Kiste aufgeräumt und ganz weit weg, weil ich alle auf dem PC gespielt habe. Und das heißt, da komme ich jetzt nicht ran. Und zwar hätten wir da zum einen Crash Diet oder Crash Deed. Da habe ich eigentlich das komplette Album hoch und runter gehört. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Genauso von Hardcore Superstar, die Alben, die ich mir gekauft habe. Das lief auch die ganze Zeit. Und Babel and Bombs. Und alle drei sind eigentlich so Sleaze Rock. Also ich habe ja schon im Musikhall gesagt, ich bin gerade total im Sleaze Rock Dings drin. Und das lief wirklich hoch und runter und von morgens bis abends. Und mein Freund rennt schon schreiend weg, wenn er das hört. Und ja, ich liebe es total. Und ja, ich glaube, das bleibt auch noch eine Weile. Also ich kann sie sehr empfehlen, sagen wir es so. Ich habe hier so einen kleinen Zettel, nicht wundern. Dann, was ich nicht gefunden habe. Futter. Ferrero Küsschen, also hier, Freund gibt mir ein Küsschen, gibt es jetzt in der Limited Edition in Weiß. Und die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und die waren so lecker. Also, wenn ihr die noch findet und wenn ihr küsschenweise Schokolade mögt, dann solltet ihr die probieren, weil die sind echt toll. Und ich habe viel zu viele davon gegessen. Also definitiv ein Favorit, weil ich mich damit wirklich Tage beschäftigt habe. Und dann komme ich gleich noch zu den Lieblings-YouTubern. Und zwar immer noch Nina Popina. Nach wie vor. Ich finde die Frau einfach klasse. Und ganz neu dabei die Bücherhexe. Ich weiß nicht genau, ob ich sie euch schon mal gesagt hatte. Ja, also sie ist schwer zu beschreiben. Also sie ist halt eine kleinere Booktuberin noch. Macht aber sehr interessante Videos und ich mag ihre ruhige Art total. Also so das Gegenteil von mir mit aufgedreht und so. Sondern wirklich ruhig gechillt und sie liest auch eher so Fantasy-Sachen jetzt. Wohnt übrigens auch in Italien, ist aber dann auch mal in Deutschland und liest dann halt deutsche und englische Bücher, soweit ich das mitbekommen habe. Und ja, also den Kanal werde ich euch auf jeden Fall unten verlinken. Und ja, ihr dürft gerne mal reingucken. Also ich mag sie sehr und es entspannt mich so sehr, ihr zuzuhören irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist so, weiß nicht, wie Urlaub. Vielleicht, weil sie in Italien ist, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran. Ich mag es auf jeden Fall. Und ich werde wieder angespornt, Bücher zu lesen. Was nicht schlecht ist, weil ich habe jetzt irgendwie 2 Monate gar nichts gelesen. Dann kommen wir noch zum letzten, was ich nicht gefunden habe. Ums Verrecken nicht. Das ist die Kaufmanns Kindercreme. Ich liebe sie und ich habe sie wahrscheinlich irgendwo auf dem Schreibtisch oder im Bett verloren. Weil ich sie dann abends so im Halbschlaf so drauf geschmiert habe und dann... Vielleicht liegt sie unter Bett, ich weiß es nicht. Irgendwo muss sie ja sein. Aber sie ist auf jeden Fall hammergut und pflegt hammergut und ist genauso wie Burst Bees jetzt so... Also, ja. Hammergut auf jeden Fall. Ich habe sie auch bei meiner Haut hier, Handhaut benutzt, weil da hatte ich eine Trockenstelle und das hat auch gut gepflegt. Von daher, ich bin begeistert und ich kann mich nur anschließen bei dem Hype und probiert sie aus. So, und jetzt habe ich ein großes Körbchen und ich habe auch viel Fresszeug. Vielleicht sollte ich mit dem anfangen. Was ich nämlich... Nein, ich fange mit meinem kleinen Süßen an. Mein größter Favorit so diesen Monat ist mein Mini-Eddie. Das ist so süß. Ich konnte nicht mehr. Den habe ich zum Geburtstag von meinem Freund bekommen. Also mein Freund heißt ja Eddie. Und... Irgendwie, wenn er so süß guckt, dann habe ich gemeint, du siehst aus wie so ein weißes Häschen. Das brauche ich, statt deiner grünen Haare stelle ich mir dann einfach nur ein grünes Schleifchen vor oder so. Ich weiß nicht, wann ich das gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich dann zum Geburtstag plötzlich diesen Plüschhasen bekommen. Und ich finde dieses Viech so süß. Und wie ihr seht, okay, es ist jetzt heute Nacht dann aufgegangen. Es hat auf jeden Fall einen von der Mutter gestrickten Schal in grün. Also das war ein Schleifchen, ne? Ne? Ja. Und die Mutter hatte dann die geile Idee.
ach, wenn es schon grüne Schleifchen hat, wie hier Eddie in grün und so, dann machen wir ihm einfach mal grüne Haare. Weil mein Freund hat ja lange grüne Haare und jetzt hat der Hase auch grüne Haare. Und ich finde das, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich habe dieses Ding gesehen und lache so, ah! Okay, und ich liebe es. Ich liebe es so abgöttisch. Also, größter Favorit im Dezember auf jeden Fall. Das war das geilste Geburtstagsgeschenk, das ich je bekommen habe. Und ach, er ist so süß. Er ist so unheimlich süß. Ja, ich bin 22 geworden und ich liebe Kuscheltiere. Ist das schlimm? Ich bin ein Mädchen, ich darf das. Es gibt noch einen anderen Favoriten, den ich auch nicht da habe. Und zwar wäre das mein Hasi-Pulli, mein Schneehasi-Pulli. Den habt ihr vielleicht schon gesehen in meinem Video, so aufgebraucht das letzte. Er ist so süß und er ist so flauschig und so bequem und so toll und so, oh, oh, oh. Ich liebe ihn. Und der ist von EMP und ich glaube, den gibt es auch noch. Und auf jeden Fall, das war der Favorit 2013, genau. Dezember 2013. Weil ich ihn wirklich so oft anhatte, bis es nicht mehr ging. Das meine ich wortwörtlich. Dann ging es mich wirklich nicht mehr. Aber ich liebe ihn und ich bin froh, wenn er wieder aus der Wäsche ist. Wir haben jetzt endlich einen Trockner. Wahnsinn. So, jetzt kommen wir zu den anderen Sachen. Ja gut, ich fange doch mit Essen noch an. Sehr vernichtet. Meine Mutter hat zur Abwechslung mal wieder Treetop mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das kennt. Das ist irgendwie in den 80ern mal in gewesen. So Sirup halt. Dann war es Absturz, dann wurde es aufgekauft, neu aufgemotzt und jetzt ist es wieder da. Aber nicht so viele Geschmacksrichtungen, soweit ich weiß. Und ich weiß auch nicht, wo es es gibt. Auf jeden Fall hat sie Treetop Pfirsich-Maracuja mitgebracht. Und es schmeckt wahnsinnig geil. Einfach nur wahnsinnig geil. Ich meine, ihr seht es ja. Also von Sirup braucht man nicht sehr viel. Also ungefähr so viel in so ein Glas. Und es gibt gerade komische Geräusche. Na gut. Es schmeckt auf jeden Fall richtig hammergeil. Und ich mag auch Waldmeister extrem. Und ich hoffe, wir haben bald mal mehr Sorten. Also ich habe da wirklich, das habe ich alles alleine gesoffen, könnte man sagen. Weil der Rest der Familie mag das nicht. Genauso süchtig und komplett alleine gegessen, seit ich bei meinem Freund Honig mal wieder probiert hatte, nach ungefähr 18 Jahren oder so, wo ich damals als Kind gemeint habe, igitt, und seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Honig, Blütenhonig. Das war ich ja komplett alleine, ja, im Dezember, nicht schlecht. Denn mein neues Lieblingsfrühstück ist irgendwie Haferflocken mit ganz viel Honig drüber, dann eine Banane reinstippeln und halt Milch drüber. Und das ist so lecker. Oh. Und ja, das, wie gesagt, das habe ich alles alleine vernichtet und könnte man schon als Futterfavorit nehmen, würde ich sagen. Ja, ja. Genauso Futterfavorit. Wir haben nach zuckerfreien Marmeladen gesucht, haben zwar keine gefunden, aber wir haben was anderes gefunden. Und zwar von Alnatura Soft Himbeermarmelade. Himbeermarmelade. Oh Gott, ich sterbe. Die ist so lecker. Das ist jetzt auch schon wieder sehr vernichtet. Das war auch zum größten Teil ich. Weil die riecht einfach so lecker und oh Gott, könnte man sich reinlegen. Und ich muss dringend mal die anderen Marmeladen angucken, weil die ist hammergeil. Lecker, lecker, lecker. Hat übrigens keine Stückchen und keine Kerne. Ich denke, das gilt auch für die anderen. Und noch ein Fressfavorit, auch von Alnatura. Meine Mutter hat einen Balsamico-Essig gebraucht, hat den von Alnatura mitgebracht. Das ist die zweite Pulle. Ja, die zweite Pulle. Es gab viel Salat bei uns. Und die ist schon wieder halb leer. Und die habe ich noch nicht vor allzu langer Zeit gekauft. Das ist ungefähr so eineinhalb Wochen. Mein Balsamico-Essig-Verbrauch in eineinhalb Wochen. Die andere Pulle habe ich schon sonst auch im Dezember so fertig gemacht. Und ich bin so süchtig. Meine Mutter hat vorhin auch nur gemeint, es gab wieder Salat. Ich esse so alles dunkelbraun, ja, alles Balsamico-Essig. So, wie kannst du das essen? Am liebsten würde ich die Flasche ansetzen. So, saugut. Einfach nur saugut. Ja. Komme ich jetzt zu... Zu was komme ich jetzt? Beauty-Favoriten oder? Nein, ich komme jetzt zu anderen Sachen. Ich wollte dazu eigentlich noch ein... Vielleicht mache ich das einfach vorm Aufgebraucht-Video. Ein Unboxing von... Was könnte das nur sein? Ja, ja, ja. Es hat mich erwischt. Tada! Mein Nintendo 3D
SXL, zu langer Name, in der Pokémon X-Variante. Er ist wunderschön und er dupst auch nicht, also man sieht keine Dupser, was sehr gut ist. Und ich habe angefangen, wieder Pokémon zu zocken, nachdem es ziemlich kompliziert war, diesen Gameboy zu bekommen, weil er am Anfang, den, wo ich ausgepackt habe, der war nicht auf Deutsch. Das war zum Kotzen. In Amazon stand dran Deutsch, ja, und dann habe ich ihn bestellt, habe mich gefreut, dass ich noch einen bekommen habe und dann funktioniert das Spiel nicht. Ich kann kein Deutsch auswählen, kein Deutschland und kein gar nichts. Scheiße! Ja, dann ging der zurück, dann habe ich einen neuen bestellt, weil ich Umtausch wollte und dann war der wieder scheiße. Und dann habe ich mir noch den da bestellt, der war von einem anderen Anbieter, der jetzt plötzlich wieder welche hatte. Und der war Gott sei Dank Deutsch, oh mein Gott. Meine Schwester hat jetzt glücklicherweise für 20 Euro weniger noch einen ergattern können. Und ja, wir sind jetzt glücklich und ich spiele Pokémon, ich habe schon 4 Ohren. Yay! Yeah. Und so gut. Oh. Also, WoW ist gerade abgeschrieben. Das ist alles gerade eher Pokémon. Genauso ganz neu habe ich mir auch gekauft. Werde ich ihr wahrscheinlich irgendwo im Hall nochmal entdecken. Einmal diese Tasche, die ist so unendlich niedlich mit dieser Eule. Oh mein Gott, ich drehe schon 11 Minuten. Ach du Scheiße. Und darum geht's. Darum soll es denn gehen. Ich habe mir eine Nikon Coolpix gekauft für Vlogs. Weil die hat praktischerweise ein Display, das man sogar drehen kann. Stellt euch das mal vor. Das heißt, ich sehe mich, wenn ich so Vlogs drehen möchte. Und das war so das Hauptproblem, weil als ich bei dem YouTuber-Treffen meine große Kamera dabei hatte, haben alle erstmal geguckt, so was ist denn das für ein Ding? Und wenn du mit so einem Teil dann halt durch die Stadt läufst, dann gucken dich alle an und das ist zu auffällig. Und mein Handy ist zu schlecht und hat keinen guten Akku und das funktioniert auch nicht. Und meine alte Kamera ist auch sau schlecht und da sehe ich mich nicht und da treffe ich mich nicht. Und Gott, war ich glücklich, als ich die gesehen habe. Und die hat auch nur so 150, 170 gekostet. Also das ist voll okay und die Bilder sind auch tausendmal besser als von meinem Handy. Und das ist eine gute Alternative, um diese riesen Spiegelreflex und Co. nicht mitzunehmen, der 5-mal so viel kostet. Dann lieber die und die ist toll. Hammergut, hammergut. So, und jetzt kommen wir zu den Beauty-Favoriten. Da ist auch noch was neu, was ich euch noch nicht gezeigt habe, was euch aber noch im Haul begegnen wird. Ich habe ja gesagt, viele Hauls und es kommen auch viele. Aber weil es schon so lange her ist und weil ich keine Klamotten mehr hatte, weil unser Trockner kaputt ist, habe ich die ganzen Klamotten schon anprobiert, beziehungsweise halt tragen müssen, weil ich nichts mehr hatte. Und ja, jetzt finde mal von einem Giga-Haul die ganzen Sachen wieder zusammen, damit man Haul drehen kann. Vor allem die H&M-Sachen, die sind überall verstreut. So, nächster Favorit sind diese Lightsboxen. Denn ich habe letzten Monat den großen Drang verspürt, mein Zimmer komplett auseinanderzunehmen, alles zu ordnen, alles auszumisten und aufzuräumen. Und dann habe ich mir überlegt, ich kaufe mir diese Kisten, weil ich habe sowieso überall Kisten stehen und eine große Kiste, da passt einfach mehr rein. Und ich kann unterm Bett alles verstauen, ohne dass es verstaubt und dass diese anderen ekligen Kartons mal weg sind, weil die sind ja voll bäh. Und die Dinger sehen wenigstens nach was aus. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch viele schwarz-weiße Kisten, die ich so abwechselnd gestapelt habe. So Schachbrettmuster, das sieht auch ganz gut aus. Dass ich so den maximalen Stauraum, den ich noch besitze in diesem Zimmer, auch auskoste. Ja, deswegen, ich liebe diese Dinger, sie sind nicht ganz billig. Aber wenn man keine Schränke und keine Regale hat, ist das eigentlich eine gute Alternative. Vor allem, weil man sie, also es sind diese Click-and-Store-Kisten, weil man sie wieder zusammenklappen kann. Und dann sind sie wieder schön aufgeräumt. Das ist super. Sie nehmen keinen Platz weg. Also Liebe auf jeden Fall und ich bin fleißig, sehr fleißig am Aufräumen. Vielleicht gibt es irgendwann eine Roomtour, wenn ihr möchtet, weil dann ist mein Zimmer sogar mal ready zum Angucken. Ja. So, jetzt kommen wir zu Beauty-Favoriten. Ich weiß nicht, ich könnte das Video schon mal halbieren. Hätte ich eigentlich auch im November schon zeigen können, habe ich aber vergessen. Ist von Ghoul die Color Schutzpflegeserie. Die habe ich meinem Freund empfohlen, weil seine Mutter hatte ihm Balea gekauft. Ich habe die, also er war nicht sehr glücklich damit und ich habe einmal dieses Zeug benutzt. Ich habe meine Haare nicht mehr durchbekommen. Die waren so widerlich, dass ich seiner Mutter befohlen habe, dieses Shampoo wegzuschmeißen und ihm Ghoul zu kaufen. Er hat seine Pulle fast leer. Er liebt es abgöttisch. Und also ich habe es bei ihm ja auch die ganze Zeit benutzt und ich liebe es auch.
Und ich habe es mir halt jetzt auch gekauft gehabt, habe aber jetzt andere Shampoos benutzt. Und als er da war, so erstmal voll enttäuscht. Hast du das nicht? Wo ist das? Ich mag die anderen nicht benutzen. Also er liebt die Dinger und ich liebe die Dinger. Und sie riechen fantastisch und die Haare sind fantastisch. Und ja, yeah! Also super geil. Kommen wir gleich weiter zur Dusche. Da hätten wir meine liebste Pflegedusche diesen Monat ist von Alverde. Weil ich mir ja in Anbetracht auf The Body Shop Duschgel gedacht habe, ich sollte das vielleicht als erstes benutzen und das riecht so göttlich. Es ist Mandarine, Vanille und oh Gott, ich sterbe. Es ist so gut, es ist so. Also der Geruch wird nicht jedem gefallen, aber wenn er euch gefällt, dann wird er euch richtig gut gefallen. Also könntet ihr mal dran riechen. Die haben nämlich generell sehr, sehr leckere Düfte. Und ja, ich glaube, das ist bald leer. Dann bleiben wir mal bei Haarsachen. Die werdet ihr jetzt bestimmt komisch gucken. Vanilla. Was könnte das sein? Ja, also das ist eine Mischung aus dem Orofluido Haaröl, das ich euch ja schon mal gezeigt habe, und purem Arganöl. Und die Pulle war aber auch ungefähr so voll, keine Ahnung, oder mehr. Habe ich auch sehr vernichtet und ich liebe es. Ich habe es aber gerade nicht drin, weil ich habe ja sehr, sehr, sehr krauses Haar eigentlich. Dünne, krause Haare. Also die sind nicht kaputt, die sind einfach nur kraus. Ja, ich habe minimal Spliss jetzt, seit ich dieses scheiß Aussie benutzt habe. Aber das kommt auch bald weg. Beziehungsweise die Spitzen sind einfach alt. Aber ansonsten sind meine Haare richtig schön eigentlich und glänzen auch. Ja. Und halt für die trockenen Spitzen nehme ich dann halt jetzt Öl. Und ich liebe es und es riecht so gut. Und ja, also, tada! Das Orofluido habe ich mir jetzt auch extra gekauft. Das war wundervoll. Das habe ich auch schon in den letzten Favoriten, glaube ich, gesagt. Nochmal was für die Haare. Da hätten wir eine neue Bürste, die werdet ihr auch nochmal sehen. Die hat nämlich Chrissy Cosmetics. Boah, ich gucke so selten ihre Videos. Ich habe fast den Namen vergessen. Also Chrissy hat in ihren November-Favoriten nämlich zwei neue Bürsten gezeigt. Und die eine fand ich so geil, dass ich sie unbedingt haben muss. Die seht ihr irgendwann aber auch noch. Die habe ich aber noch nicht so oft benutzt. Und die hier von Great Lengths. Eine Bürste mit Naturhaarborsten und Plastikborsten. Weil bei Naturhaar, bei dieser Ebelin-Bürste, habe ich da einfach das Problem, ich kriege meine Haare damit überhaupt nicht durch. Das heißt, ich muss sie erst vorher perfekt kämmen und dann. Und damit ist es eigentlich kein Problem mehr. Also bei richtigen Knoten brauche ich meinen Tangle-Teaser, kein Ding. Aber ansonsten mag ich die Bürste wirklich sehr. Und da ich eher auf der Suche nach einer neuen Naturhaarbürste war, hat sich das sehr empfohlen, weil ich die andere unbedingt haben wollte. Und ich mag sie. Sie kostet aber auch einiges. Sie war, glaube ich, 30 Euro oder so und 6 Euro Versand. Vielleicht hat Chrissy ein bisschen Geld für die Werbung bekommen, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist die ziemlich gut. Also, kann ich nur empfehlen, wenn ihr sie euch kaufen wolltet. Weiter geht's. Mein Duft, immer noch Lavados. Und schaut euch das an, ja? Ich benutze es täglich, so gut wie täglich, wenn ich nicht andere Sachen benutze. Aber es ist nicht leer. Es wird einfach nicht leer. Und meine Kumpels haben jetzt auch schon gesagt, so, sie haben mal so ein bisschen meine Parfüms durchgerochen, wie auch immer. Und so, wenn sie daran gerochen haben, ach, das bist du. Danach riechst du doch immer. Ja, es wird mein Duft. Ich rieche immer danach. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich rieche, riecht daran. Oder an Beyoncé Pulse. Das ist auch lecker. Dann habe ich eine neue Creme, die ich auch sehr, 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 sehr mochte. Und zwar war das die Sebium Hydra. Trockene Haut im Winter, finde ich super gut. Also ist auch halt feuchtigkeitsspendend und gegen Akne, was in Kombination extrem schwierig zu finden ist, weil normalerweise sind die Sachen immer für trockene Haut und dann ist es wieder zu fettig, dann kriegt man wieder Pickel. Oder es ist gegen Pickel und dann ist es gleich austrocknend und es spendet keine Feuchtigkeit. Es ist, ah! Und das ist perfekt. Das ist die perfekte Lösung. Ohne Scheiße, ey. Dann, was ihr bestimmt gesehen habt, die Kette, die habe ich irgendwann mal wieder gefunden und dann habe ich die ja eigentlich ständig angehabt hier. Also ich mag die sehr, diese Gliederketten sind ja eh in und da ist halt noch ein Herzchen dran. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich die her habe. Keine Ahnung, das ist schon 100 Jahre alt. Auf jeden Fall, die ist definitiv ein Favorit, weil ich die so oft anhatte. Wo mache ich weiter? Ich
ich mache weiter bei zwei Pinseln. Oder bei Werkzeug, sage ich mal so. Werkzeug. Und zwar habe ich hier den Zoeva Crease 228. Das ist einfach so ein richtig fluffiger Verblenderpinsel, mit dem ich aber nicht wirklich verblende, sondern meinen schwarzen Lidschatten auftrage, weil er damit am schönsten wird. Also so richtig schön rauchig. Und für unten nehme ich dann den hier. Das ist der von Ebelin, den ich euch im Haul schon zeigen wollte, den ich aber nicht gefunden habe. Das ist der hier. Also der abgeschrägte, was ja eigentlich ein Eyeliner-Pinsel sein soll, aber der ist auch viel zu riesig für Eyeliner. Ich meine, hallo, das wird nix. Jedenfalls, den benutze ich dann immer für den schwarzen Lidschatten unten. Und dann gehe ich mit dem Ebelin-Blende-Ding, also es sieht genauso aus wie das da, gehe ich dann nochmal so drunter, weil hier zu viel Farbe drin ist. Und mit denen mache ich meine Smoky Eyes und so. Eigentlich hauptsächlich. Und ich liebe sie. Dann noch ein Helferlein. Ist diese MAC Wimpernzange, die ich euch ja auch schon gezeigt habe. Und sie ist so geil. Also ohne Scheiß, da kann keine Ebelin-Bürste, Wimpernzange mithalten. Also ohne Scheiß, da muss man nicht so wahnsinnig drücken. Und vor allem, sie biegt viel besser und langanhaltend. Und man reißt sich nicht alles raus. Und es zwickt auch nicht so fürchterlich. Weil hier dazwischen ist bei Ebelin irgendwie so ein Ding, wo ich mir jedes Mal hier alles einklemme. Gibt's hier nicht. Also sie tut nicht weh, man reißt sich nichts raus, sie funktioniert besser, sie kostet zwar mehr, aber ist mir auch vollends egal. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil die 3 Euro für die Ebelin ist 3 Euro rausgeschmissen. Und die 20 Euro oder 19 Euro dafür sind 19 Euro investiert und dann habt ihr eine geile Wimpernzange. Und sie wird nicht schwarz und schmuddelig, weil sie schon schwarz ist. Ne? Ja. Dann hätten wir... Ich habe endlich mal wieder Kajal benutzt. Also gerade wegen den Smoky Eyes, da ich die jetzt ja mache, benutze ich auch wieder Kajal. Und das ist der von Zoeva. Das ist meiner Meinung nach auch also der beste schwarze Kajal, den ich jetzt bis hatte. Ich kann nicht reden. Bis jetzt hatte. Es ist aber schon ein bisschen älterer. Also ich weiß nicht, ob der jetzt ein bisschen geändert wurde oder nicht. Keine Ahnung. Ich mag ihn auf jeden Fall genauso wie den weißen. Ich habe gerade auch beide dran übrigens. Aber sieht man eh nicht. Ja. Okay. Dann hätten wir zwei Foundations, die kennt ihr schon. Ne, eine kennt ihr schon. Die Photo Finish. Ich liebe sie inzwischen mehr als die Matte. Wobei ich die neue Matte noch nicht ausprobiert habe. Muss aber sagen, sie ist in der hellsten Farbe jetzt ein bisschen zu dunkel, was ihr vielleicht seht. Jetzt im Winter wird es, glaube ich, noch schlimmer, sobald es Schnee hat. Oh Gott. Also, aber ansonsten, die habe ich auch immer dran, wenn ich Videos drehe, weil sie so ein bisschen reflektiert. Und sie macht einfach ein richtig schönes Hautbild bei Fotos und Videos. Und sie ist hammergut. Und jo, also ich mag sie auch richtig gut und sie deckt auch gut und jo. Dahingegen habe ich dann jetzt ja noch die Manhattan Easy Match gekauft. Die kennen ja viele von euch auch, weil die gerade etwas gehypt wird, glaube ich. Weil es so ziemlich die hellste Foundation ist, die es überhaupt gibt in der Drogerie. Sie deckt nicht ganz so gut, aber da sie so hell ist, also sie ist, wie gesagt, also sie ist ganz flüssig, sie ist ganz, ganz hell. Also perfekt für den Winter und sie ist so feuchtigkeitsspendend im Vergleich zu vielem anderen, was sich ja absetzt bei trockener Winterhaut. Und sie ist genau richtig für Rötungen oder Heizungsrötungen abdecken und sie macht einfach ein schöneres Hautbild. Man braucht danach zwar noch Concealer bei Unreinheiten, so wie ich sie habe, aber ich mag sie sonst richtig, richtig gern. Und für, das ist, denke ich, meine neue Winter-Foundation und das ist die Frühling-Herbst-Foundation und die Catrice Mousse Dingsbums ist für den Sommer, glaube ich, am besten. Ja. Dann geht's weiter, bevor es noch zu lange dauert. Die Catrice Camouflage liebe ich immer noch heiß und innig und muss ich nicht viel zu sagen. Außer, dass ich sie auch unter den Augen verwende, weil ich keine trockene Augenpartie habe und da geht es. Dann zwei P2, oh, kein Essence, zwei P2 Wimperntuschen. Kennt ihr auch schon, die Lash Bomb und die Lash Definer. Mag ich beide sehr. Habe ich ja schon zigmal erzählt. Die habe ich auch gerade dran und ja, mag ich. Was ich dann auch... Ah, genau. Ich habe mir einen neuen Eyeliner gekauft. Habe ich ja gesagt, Essence kotzt mich an. Ich habe es jetzt mit Catrice probiert. Catrice ist super. Also ich habe den auch gerade dran und der bröckelt nicht so und bis jetzt verbiegt sich diese Bürstchen, ich kann nicht mehr reden. Diese Haare von diesem Pinsel nicht mehr,
Und ich kann schön malen und es ist schön flüssig und es hält gut und es bröckelt nicht und es ist schön und einfach. Und ihr seht das Ergebnis, ja, ich kann damit sehr gut umgehen. Und ich bin zufrieden und ich werde nicht mit Essence zurückgehen, außer die ändern jetzt komplett was an den Pinsel. Dann habe ich noch zwei Lipglosse, das ist, wow, den kann man nicht mal lesen. Essence Eclipse Rot, den hatte ich glaube auch ein, zwei Mal drauf. Und von P2 Glam and Glitter Gloss, den kennt kein Mensch mehr von euch, das ist so ein lilaner. Wie ihr seht, ich sollte ihn langsam mal aufbrauchen, weil er anfängt, sich so ein bisschen zweizuteilen, aber ist noch gut. Und den hatte ich auch in meinen Videos da drauf, wenn es so ein bisschen lilaner war. Und zum Schluss hätten wir noch den Carbon-Lidschatten von MAC, wie immer. Und dann wäre ich jetzt fertig und das Video ist viel zu lang und ich hoffe, ihr habt trotzdem zugeguckt. Wie gesagt, es war heute halt etwas mehr. Letztes Mal war es so kurz, jetzt ist es Ausgleich. Ne? Jetzt ist es ausgeglichen, jetzt ist gut. Ach nee, halt, stopp, ich habe noch eins. Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Also das ist für meine Winterhaut besser als die gegen Pickel. Und es bringt einfach alles runter. Und nach dem Waschgel oder so, wenn man denkt, die Haut ist sauber, dann kriegt es trotzdem noch ein ganzes Wattepad voll Dreck runter. Und das ist sehr hilfreich, wenn man eine unreine Haut hat. Und ich liebe es abgöttisch. Also Bioderma sehr, 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 sehr zu empfehlen. Der Hype ist gerechtfertigt. Und jetzt war es das aber. Also, dann würde ich mich jetzt verabschieden. Und euch viel Spaß bei anderen Videos wünschen, wie ich es ja immer tue. Und habe ich noch eine Videofrage an euch? Habt ihr Ende des Jahres jetzt noch einen neuen Favoriten entdeckt? Ein richtig gutes Produkt, das man empfehlen könnte? Das wäre vielleicht auch noch ganz nett. So euer Lieblingsprodukt oder euer Lieblingsprodukt 2013, genau. Das wäre doch mal eine Frage. Euer Lieblingsprodukt 2013. Bitte schön in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt gesund und habt Spaß in 2014 und bis zum nächsten Video. Tschüss!